so tough. And I'm gonna take you traveling the world. I can love you. Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Bauvlog. Ich stehe ja direkt vor unserer Eingangstür. Hier übrigens noch diese schöne Holzverkleidung drin. Da fehlt nämlich noch das Innenelement, aber das kommt natürlich erst ganz zum Schluss rein. Ich komme nicht weiter, denn diese Baustelle vermüllt immer mehr. Ich habe jetzt am Wochenende schon ein bisschen aufgeräumt. Die Heizungssanitär-Leute waren ja da, ne? Und ich muss jetzt hier durchkrabbeln, weil neues Gerüst. Da zeige ich euch gleich, warum, wieso, weshalb. Heizungssanitär, die waren ja da gewesen diese Woche und die zwei Wochen schon davor. Und oh, Chaos, die haben hier einfach so viel Unordnung reingebracht in meine Baustelle, dass ich ja, erstmal aufräumen musste. Egal, die sind erstmal raus, kommt zwar am Dienstag wieder, müssen noch eine Kleinigkeit machen, beziehungsweise eine kleine Großigkeit. Ja, so ist es. Was ist noch gekommen? Wir haben noch eine kleine Lieferung gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon gezeigt habe. Hier ist unsere Bodentreppe drin, die da oben quasi in diese Luke in meinem Zimmer kommt. Ne? Bodentreppe nach oben. Da sieht man mal hier, schönerweise leider. Zack, zack, zack. Muss man immer drauf achten, beziehungsweise habe ich drauf geachtet, auf den U-Wert, auf den Dämmwert, auf den Isolationswert. Denn man hat ja dann oben eine bündische Klappe in der Decke drin. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man da oben keine Ahnung wie viel isoliert und was weiß ich was von U-Wert erreicht hat und baut dann sich so eine Bodenklappe ein, die von der Isolation einfach nur scheiße ist oder gar nichts ist, dann kann man sich den Rest auch sparen, jedenfalls für den Raum, weil die Wärme sowieso dann da rausmacht und das ganze Heizen eh nichts bringt. Oder beziehungsweise es einfach viel, viel teurer ist. Also das ist das Problem. Was steht hier eigentlich für eine ganze Autos in meiner Street, Mann? Was steht hier? Wie viele Autos haben hier geparkt in meiner Street? Nein, hier stehen auch noch Pakete. Was haben wir hier? Ein leeren Karton, sehr gut. Da war das vorisolierte Rohr drin, was ihr da oben an der Decke seht. Hier ist eine Rohrdurchführung für den Dachziegel, ne? Oben auf dem Dach. Das ist wie so Blei, ne, das ist nicht wie Blei, das ist Blei. Das ist Rollblei, nennt sich das, glaube ich. Und hier ist die Durchführung für den Schornstein, für die Gasbrennwerttherme. Jetzt habe ich aber ein kleines Problem, und zwar, wir hatten ausgemacht, dass wir eine schwarze Durchführung oben drauf machen. Interessant wird, wie das Ganze dann aussehen wird, weil, Fakt ist eins, die mache ich mir nicht aufs Dach. Das Problem ist, das Teil ist Silber, also dieses Blei hier ist Silber, und ich glaube, dass man das volles Rohr sehen wird. Ich habe noch keine Ahnung, wie die das machen wollen, aber ich werde dann am Montag oder am Dienstag einfach mal mit den Jungs reden und werde die mal fragen, weil das ist genau an der Vorderseite vom Haus, und selbst wenn es an der Hinterseite wäre, ist egal, aber so ein silbernes Ding mache ich mir nicht auf ein anthrazitnes Dach, weil das sieht nämlich ziemlich kacke aus, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen muss ich da nochmal nachfragen, ob das denn so richtig ist. Ich glaube nämlich nicht. Hier haben wir die Brötchenheizung. Das ist eine Gasbrennwerttherme. Also selbst modulierend von ich glaube, 2,4 bis 24 kW. Das heißt, die stellt sich selber ein. Die wird, warte mal, hier ist noch das Fenster offen. Das können wir, glaube ich, obwohl, das lassen wir mal offen. Die stellt sich selber ein, wenn jetzt quasi warm Wasser gebraucht wird, dann gibt die Vollgas, heizt volles Rohr hoch und gibt volle Power, dass schnell wieder warmes Wasser da ist. Und wenn eben kein warmes Wasser gebraucht wird, dann ja, nur die Heizung, dann pendelt die sich irgendwo bei, keine Ahnung, 8, 9 kW ein, sowas in der Dreh. Zusätzlich wird sie natürlich unterstützt. Hier ist nämlich schon die Solarleitung. Ne? Hier, das ist so ein flexibles Rohr, das ist eigentlich echt ganz cool. Das ist jetzt quasi oben auf dem Dach angeschlossen worden. Die haben ja durch das Dach haben ja schon die zwei Solarleitungen von den Platten reingeguckt. Und da wurde das quasi jetzt angeschlossen. Das ist der Fühler, hier das kleine Kabel. Und ja, das pimmelt jetzt erstmal hier rum, oben an der Decke, und hängt quasi hier runter. Übrigens, ja, wie gesagt, es ist Sonntag, es ist gerade, keine Ahnung, 9.30 Uhr. Ich will den Bauvlog nachher noch schnell schneiden, hochladen. Das Problem ist, ihr habt mir auch wieder geschrieben, ich soll mal wieder, wie wir bauen und so weiter, so im Zeitraffer, das war immer ganz cool gewesen. Das ist auch ganz cool, das werden wir auch definitiv wieder machen. Das Problem ist nur aktuell, es war so unglaublich viel Stress, es war so unglaublich viel zu tun. Es ist zurzeit so viel zu koordinieren, dass es einfach die Zeit fehlt. Und ständig wuseln hier auch Leute rum, und das ist halt einfach mega kacke. Zurzeit, ja. Deswegen war das nicht so richtig möglich. Übrigens, die Leitung hier oben,
die hier vorgeht und dann hier rüber geht an der Decke, hier einfach quer rüber. Die ist noch dazu gekommen, das ist der Heizkörper für das Bad oben. Also ein extra, so ein Handtuchheizkörper, ne? So ein Badheizkörper kennt ja jeder. So, okay. Denn folgendes, und zwar, hier diese Wand wurde jetzt noch kurzfristig verputzt, einfach mal so zwischendurch. Das ist im Heizraum quasi, also so wie wir das eigentlich sehen, so ungefähr wird der Heizraum werden, dieses L. Das heißt, hier an die Wand kommt noch eine Trockenbauwand dran und geht dann hier vor an die Wand. Und hier geht die Trockenbauwand gerade durch und hier hinten, das ist dann Speisekammer. Naja, ihr werdet es dann sehen, wenn es soweit ist. Fakt ist, hier kommt man quasi in den Heizraum rein. Na, es ist ja hier, zack, rein. Und dann ist hier noch eine Wand, da wo das ganze Rohr drin ist und der Elektroverteiler. Und da drüben Gäste-WC und hier ist eben Heizraum. So, und wir haben jetzt hier die Wand mal schnell verputzen lassen. Das Problem ist ganz einfach das, mein Steinmetz musste noch schnell her, musste die Fensterbänke reinsetzen. Das sind die übrigens hier. Na, ihr habt es ja schon mal gesehen, ne? Weiß, Sidestone. Ja, und dann haben die hier noch fix verputzt. Schnell, Schienen gesetzt, verputzt, weil hier unten ist die Rohrdurchführung. Die geht nach draußen, ne? Sieht man vielleicht. Die geht quasi einfach davor und ist da vorne aus dem Haus raus für den Wasseranschluss. Und da können die jetzt hier ihre Wasseruhr setzen, können den Wasseranschluss machen. Dann können die hier vorne gleich eine Kernbohrung nach draußen machen und können den Gaszähler setzen, also den Gasanschluss. Der muss nämlich auch brennen, sonst funktioniert die Heizung nicht. Und warum wir die Heizung, sage ich mal, relativ zeitnah jetzt irgendwann mal brauchen, verrate ich euch auch noch gleich. Und hier wollen die direkt die Brennwerttherme hinsetzen und wollen quasi, da oben sind schon Löcher, ne, neben dem Solar, und wollen quasi diesen Schornstein, das ist ja kein großer Schornstein, das ist, der ist so ein, das, ja, es ist so ein Schornstein halt. Einfach, da kommt ja nur so ein bisschen Wasserdampf raus, ne? Also, da kommt nichts groß warm oder sonstiges, weil durch den Brennwert wird ja diese Energie von den Abgasen nochmal rückgewonnen und bla und wie. So, so sieht's aus. Deswegen hier die Wand verputzt, war eine ganz starke Nummer, das heißt, hat innerhalb von 2 Tagen geklappt. Also ich habe es Dienstag erfahren, habe sofort telefoniert, Mittwoch war der da, hat Schienen gesetzt, Donnerstag hat er verputzt und Mittwoch war auch gleich da die Fensterbänke, zack, zack, zack rein, weil die Fensterbänke habe ich sowieso alle da, müssen nur gesetzt werden, bloß ich war auf Arbeit und so weiter und so fort. So, ansonsten, so sieht es erstmal aus. Naja, hier ist ein buntes Kabelwirr, naja, Kabelwirrwarr auf der einen Seite. Hier Leitungswirrwarr auf der anderen Seite, viele Abflüsse und so weiter und so fort. Was noch passiert ist, ist, hier ist im Gäste-WC quasi noch der Abfluss angeschlossen worden, ne, eingestemmt in die Wand, angeschlossen. Hier ist noch die Unterputzarmatur, das sind dieselben wie oben, nur dass er halt hier eben in der Steinwand ist, angeschlossen worden und nach oben verlegt in der Wand, dass das wieder zugeputzt werden kann. Und quasi dann hier im Endeffekt komplett verputzt werden kann, weil das ist ja das Ziel, dass wir hier unten irgendwann mal auch den Putz reinkriegen. Und hier in der Küche, ne, das ist ja, hier kommt ungefähr die Spüle hin von der Küche auf das große Fenster, weil die Arbeitsplatte geht dann mal direkt hier unten an das Fenster dran, also komplett rein. Hier gibt es keine Fensterbank. So. Oh, jetzt musste ich kurz mal Aufstößchen machen. Jetzt gehen wir aber mal hoch. Das ist nämlich nur das, was diese Woche hier unten passiert ist. Also es wird an allen Fronten gekämpft, aber vom Allerfeinsten, sage ich euch. Ja, des Weiteren war noch ein Bekannter da oder ein Kumpel und hat mir noch ein bisschen mitgeholfen. Mal 2 Tage hier mit dem Trockenbau. Da drüben seht ihr vielleicht im Flur. Die Wand ist komplett zu. Ne? Also der Flur ist jetzt... in dem Sinne, die Diele ist jetzt komplett geschlossen, ist mit Trockenbau fertig, außer die Decke, alles Roger. Dann haben wir im Schlafzimmer die Decke noch reingemacht, ne? Schön abgehangen und alles. Die ganzen Jalousien, die ganzen Rollos sind jetzt alle verkabelt, hier, ne? Mit so einem direkt Schlauch drüber und so weiter und so fort. Alles wirklich ordentlich gemacht, weil die Kabel gehen ja hier an die Schalter. Und das musste ja alles verkabelt werden. Also die ganzen Jalousien sind jetzt im Endeffekt angeschlossen bis zu den Dosen. Und ja, und dann gehen wir nochmal weiter. Es ist einfach, es ist mega, so mega stressig zurzeit. Das ist echt zu krass, echt zu krass. So, dann haben wir hier das Kinderzimmer. Da ist die Decke noch reingekommen, das haben wir gestern gemacht. Ja. Hier ist auch die Decke drin, da hinten die Schiene ist ein bisschen schief, aber das macht nichts. Dann hier im Bad, im Kinderbad, da sind wir hier, ist auch die Decke schon drin. Ne? Wen es interessiert, was unsere Deckenhöhen sind, hier im Kinderbad sind es 2,60 Meter an Deckenhöhe.
Und der Rest ist bis jetzt aktuell 2,70 Meter. Relativ hoch, aber ich finde hohe Räume eigentlich ganz schön, muss ich ehrlich sagen. Was ist noch passiert? Ich weiß nicht, ob dieser Heizkreisverteiler schon drin war, ob ich den euch das letzte Mal schon gezeigt habe, aber ich glaube, nein. Ich glaube, der ist auch noch dazu gekommen. Das Krasse ist, es passiert in letzter Zeit, in einer Woche so viel, man hat so viel um die Ohren und muss so viel organisieren manchmal und ist den ganzen Tag am Telefonieren. Ich meine, klar, das wird sich auch wieder ändern und natürlich haben wir uns das rausgesucht, natürlich und so weiter und so fort, aber es ist ja egal. Ich erzähle euch jetzt erstmal nur, so wie es jetzt gerade ist, also den aktuellen Umstand und man, ich weiß nicht mehr, was ich letzten Sonntag gezeigt habe oder wie der Stand letzten Sonntag war, weil schon wieder in der Woche so viel passiert ist. Also es ist irre, es ist absolut irre. Hier ist auf jeden Fall der Heizkreisverteiler für die oberste Etage, der ist auch schon eingebaut. Hier das ganze Kabelrohr, da ist auch noch mal ein bisschen was dazu gekommen, weil ich jetzt das große Bad, also unser Bad, noch komplett verkabelt habe und fertig gemacht habe. Kann ich euch auch noch zeigen. Ja, hier der Heizkreisverteiler, nur für oben. 12 Kreise, das ist relativ viel, muss man sagen. Nur für die Etage hier oben. Man muss aber auch dazu sagen, die Etage hier oben hat 125 Quadratmeter. Ja, da braucht man ein bisschen mehr Heizkreise. Ja, weil allein das große Bad, im Bad ist es so, dass die Schlaufen eben enger gelegt werden müssen. Ne? Das wird ja auf dem Boden immer hin, her geschlauft. Man kann aber, glaube ich, ich will mich da nicht fest, ich weiß es nicht genau, 100 Meter Rohr an einen Kreis hängen, beziehungsweise 10 Quadratmeter ungefähr, kann man so sagen, braucht man für einen Kreis. Ne? Oder kann man mit einem Kreis abdecken. Jetzt ist es so, dass der Flur hier keinen separaten, separate Heizung kriegt oder keinen separaten Heizkreis. Im Flur hier ist es so, dass quasi während man von diesem Heizkreisverteiler auf dem Fußboden in die anderen Räume legt, wird der Flur hier quasi mit durchgeschlauft und in den Raum ein bisschen durchgeschlauft, da ein bisschen durchgeschlauft, hier ein bisschen besser und dann alle Räume, wo es sich so aufteilt, überall ein paar Kreise hier mit in den Flur gelegt und dadurch, weil ja die anderen Räume beheizt sind, ist der Flur automatisch mit beheizt. So sieht's aus. So, dann haben wir das auf jeden Fall noch gemacht. Hier geht die Solarleitung übelst durch. Also wir sind jetzt hier über dem Heizraum. Ne? Hier ist die Solarleitung, die geht dann hier oben aufs Dach und oben auf dem Dach ist das dann angeschlossen. Hier geht die Esse hoch. Ne? Ist ja der Chinia Hauswirtschaftsraum. Das Schöne ist, wir haben halt unten den Technikraum und haben direkt oben drüber der Chinia und Hauswirtschaftsraum, was auch Wäscheraum wird und so weiter und so fort. Und ja, so sieht's aus. Dann hier im anderen Kinderzimmer, da hat sich gar nichts verändert, da ist, außer dass die Rollos angeschlossen wurden. Die Decke ist, war schon drin, meines Erachtens. Hier in meinem Zimmerchen, das ist aktuell Lager und hier wird gebaut, geflext, gemacht, getan, Trockenbau und bli und bla. Und hier kommt am Montag die Dachluke rein, da kommt ein Kumpel von mir, dann wollen wir die zusammen einbauen, weil die ist auch gut schwer. Ja, und man muss noch ein bisschen was vorbereiten. Da wird die reingesetzt und wird eingebaut und dann ist die am Montag auch drin und dann kann quasi die Decke hier fertiggestellt werden und kann quasi zugemacht werden mit dem Trockenbaugerüst und ja, so sieht es auf jeden Fall erstmal aus. Dann hat sich im großen Bad auch noch ein bisschen was getan. Wie gesagt, ich habe den Flur hier noch zugemacht. Zack, zack, hier alles, ne? Das ist jetzt auch fertig. Und hier im großen Bad hat sich auch noch was getan. Man merkt gerade, wenn man hier reinkommt, die Akustik ist komplett anders. Das ist so krass, weil jetzt die Wände noch geschlossen sind. Also die Wand hier hinten, ihr seht's, ne, die Wand hier ist komplett noch geschlossen worden. Haben wir gemacht, da ist komplett alles isoliert, ist die ganze Dämmung drin, ist die Elektrik drin. Hier vorne kommen die ganzen Schalter hin. Die Kabel liegen aktuell alle noch unter der Platte hier. Die habe ich alle gelegt, vorbereitet, gedämmt. Liegen jetzt unter der Platte und sobald Gipskarton drauf ist, die nächste Schicht, kann ich das ausschneiden. Da ist dann quasi hier auch wieder der Raumtemperaturfühler oder Raumtemperaturregler. Unten drunter ist ein Lichtschalter für die Hauptbeleuchtung. Da unten drunter ist Rollo 1, Rollo 2, weil wir ja hier auch zwei Fenster mit zwei Rollos haben und noch eine Steckdose. Ja, durch die ganzen Rollos, weil wir die Rolloschalter natürlich alle bei uns direkt, wenn man die reinkommt, an die Tür mitgemacht hat. Ne, normalerweise kann man die auch an die einzelnen Fenster machen. Ich habe aber echt keinen Bock, hier jedes einzelne Fenster dann abzulaufen, weißt du, und dann immer auf den Rolloschalter zu drücken. So haben wir es immer zentral mit bei den Lichtschaltern und fertig ist. Natürlich hat es den Nebeneffekt, dass man hier nicht nur einen Lichtschalter und eine Steckdose hat, sondern immer noch zwei Rolloschalter drunter, wenn man eben zwei Fenster hat. Hier oben noch den Raumtemperaturregler.
Naja, es sieht schon ziemlich. Man muss dann schauen, wie es am Endeffekt aussieht. Warte mal, wo ist denn das so? Zwei Rollos. Warte mal. Hier drüben ist das doch so, glaube ich. Ja, hier, ne? So sieht das dann aus. Man hat halt eben hier den Raumtemperaturregler und hat dann hier so eine Viererbatterie. Und das ist halt dann fast jeden Raum so. Also drei ist immer Minimum. Und naja, so ist es eben. Die Wand ist auch schon komplett gedämmt hier, wo die Dusche drin ist, ne? Hier das Element, das ist ja alles fertig, hier oben das ist alles fertig, die extra Entlüftung für die Dusche nochmal ist auch fertig, weil wir die Leitung halt eben anders ziehen mussten, weil die relativ lang ist, der Abfluss von der Dusche, deswegen hat die eine extra Entlüftung gekriegt. Hier ist noch der Heizkörper dazu gekommen, ne? Hier vorne geht man ja quasi in die Dusche rein und hier an der Seite hängt dann noch so ein Handtuchheizkörper, ne? Dass der noch ein bisschen zusätzlich hat. Hier unten, das ist auch fertig für die Duschrinne. Zack, da ist der Abfluss. Da wird dann einfach nur die Duschrinne drauf gesteckt. Wenn dann hier nochmal Gipskarton drauf ist, wird die Duschrinne drauf gesteckt und dann kann direkt auf die Duschrinne gefliest werden und fertig ist. Und dann hat man hinten so eine 1,10 Meter breite Duschrinne, wo das Wasser einfach reinläuft beim Duschen. So sieht's aus. Ja, ansonsten, die Wand ist auch noch komplett zu, wo unser Waschtisch hinkommt. Da haben wir hier die zwei Waschtischelemente. Habe ich mich ein bisschen geärgert, musste ich ein bisschen komisch ausschneiden, deswegen nicht wundern, denn wir haben hier diese Elemente hier. Das ist halt echt immer auch auf der Baustelle. Ne? Wenn du Firmen da hast, wenn du Gewerke da hast, ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr baut, das Beste ist, ihr lauft hinterher. Es ist einfach so. Auch wenn man sich manchmal dumm vorkommt, auch wenn man manchmal denkt, ey, ja, hier, und die denken, du bist vielleicht und keine Ahnung und sonst was, es ist scheißegal, Leute. Es ist euer Bau, es ist euer Geld, was da reingeht. Ne? Das ist das Wichtigste, dass man es immer im Hinterkopf behält. Ihr bezahlt, es ist euer Geld. Das bedeutet, ihr seid der Chef. Wenn ich sage, ich will das nicht, dann will ich das nicht. Weißt du wie? Und das ist wichtig, das muss man sich immer vor Augen halten. Und man muss aufpassen auf die Kohle. Ansonsten, du wirst bettelarm auf so einer Baustelle, wenn du nicht aufpasst. Das ist wirklich so. Ich habe auch, also ohne Mist, wir haben... Hier haben sie leider die Armaturen ein bisschen weiter rausgesetzt oder ein bisschen zu weit rausgesetzt. War jetzt kein Problem, mein Gott, ich habe das eben hier dann größer ausgeschnitten. Aber scheißegal, du bezahlst dafür, dass die Armaturen richtig gesetzt werden. Die Armaturen sind falsch gesetzt. Im Kinderbad, die musste ich sogar nochmal nachstellen und weiter reinsetzen. Und naja, ist halt Bullshit, ne? ja, hier ist verkleidet. Hier habe ich ein schönes X-Ing gemacht. Das heißt, hier liegen auch nochmal Kabel dahinter. Hier ist nämlich nochmal ein Lichtschalter. Für den Spiegelbeleuchtung, da ist hier oben nochmal so ein X an der Dings. Hier ist nämlich das Kabel für die Lampe dann mal. Und hier ist ein Lichtschalter, dass man den Spiegel mal beleuchten kann, der hier hinkommt. Was auch immer hier mal von der Lampe hinkommt, um beleuchteter Spiegel hinkommt, über den Spiegel eine Lampe kommt, whatever. Hier ist ein Lichtschalter, da ist ein Kabel, fertig ist. Und daneben eben nochmal ein oder zwei Steckdosen. Genau, dann ist hier am Schornstein sind auch noch ein paar Kabel dazugekommen. Das ist einmal quasi der Lichtschalter und die Beleuchtung für... Da hinten die Lampe, da sieht man es vielleicht, da hängt ein Lampenkabel aus der Wand. Das haben wir ganz am Anfang schon gelegt, weil das eben mit eingeputzt wurde. Weil diese Wand da hinten, genau zwischen den Fenstern, wollten wir eigentlich ganz gerne in irgendwie so einem Naturstein machen. Irgend sowas, sowas Grobes, so ein bisschen, wisst ihr, so, naja, so ein bisschen grober halt. So Naturstein und die dann so ein bisschen indirekt beleuchtet, dass, keine Ahnung, wenn du mal an der Wanne abchillen gehst am Sonntag oder so, du dann eben... ja, keine Ahnung, dir so ein bisschen das Ambilight anmachen kannst. Beleuchtung ist zurzeit auch ein sehr aktuelles Thema, ein sehr schwieriges Thema, wie ich finde. Und wir sind aber gerade dran, weil das Problem ist, wir müssen natürlich unsere Lampenkabel in die Decke bekommen. Und bevor die nicht in der Decke sind, können wir die Decken nicht zumachen. Und das ist das Problem, da müssen wir genau wissen, welche Lampe und so weiter. Ich habe mir jetzt drei Spots bestellt, kann ich euch auch zeigen, wenn die kommen. Das sind solche viereckigen LED-Spots. Ne, mit so einem weißen Rahmen und die sind direkt in der Decke eingelassen, sind eigentlich relativ eben mit der Decke und die gibt es in drei verschiedenen Größen und die Größen habe ich mir jetzt einfach mal bestellt, weil wir müssen es ausprobieren. Ne? Und die haben einmal 5 Watt, einmal 10 Watt und einmal 16 Watt und der größte mit 16 Watt ist 22 x 22 cm. Jeder, der ein Lineal hat oder irgendwas, der sieht, also das ist relativ groß. Da kann man, das passt halt auch nur in große Räume dann oder eben die etwas kleineren und so weiter. Da müssen wir mal schauen. Wir wollen hier eben im Bad und in den anderen Räumen, in Kinderzimmern, im Kinderbad, in meinem Raum, da ist klar, da kommen diese LED-Dinger, diese Panels rein, aber dafür muss ich sie eben erstmal in der Hand haben, ich muss sie mir anschauen und ich muss sie mal getestet haben. Irgendwie, keine Ahnung, brauche ich so für den Kauf, bevor ich jetzt hier eine größere Menge bestelle. Ja,
Und hier ist es eben so, hier sollen auch diese LED-Spots rein als eine Beleuchtung. Es soll einmal der Spiegelschrank, der ist beleuchtet extra, da ist aber da drüben separat der Lichtschalter und man hat eben hier nochmal diesen Lichtschalter für dieses bisschen Ambiente-Beleuchtung. Mehr nicht. Also das ist schon relativ viel. Wir haben uns überlegt, ob wir noch so die Dusche extra machen. Wisst ihr, die Dusche mit der Beleuchtung, aber haben wir dann gesagt, nein, machen wir an der Hauptbeleuchtung mit rein, weil du hast dann im Endeffekt in einem Raum, keine Ahnung, 4 Lichtschalter für 4 verschiedene Leuchtkreise und das ist einfach irgendwann, du nutzt es auch nicht, das ist das Problem. Allerdings ist es wiederum so, mir ist das Bad, unser Bad hier unglaublich wichtig, es ist einer der wichtigsten Räume für mich, weil ich, keine Ahnung, ich lege unglaublich viel Wert drauf. Deswegen, ihr seht, das Bad ist riesengroß auch. Also das hat 20 Quadratmeter. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr groß. Und weil es mir unglaublich wichtig ist. Also ich brauche nicht so viel Schlafzimmer. Weißt du, Schlafzimmer ist, muss gemütlich sein. Ein großes Schlafzimmer ist vielleicht nicht so gemütlich, denke ich mir immer. Und das ist klein und fein und hat ja auch seine Größe, ne? Und hier kommt das Bett schön hin, hier ist die Garderobe drin, das heißt, wir brauchen hier keinen Kleiderschrank, das heißt, der Raum ist dann fertig mit dem Bett drin, Lampe dran, Fernseher an die Wand. Ja, ja, extra schön, der Fernseher schon. und wie gesagt, die Garderobe, wir haben keinen Kleiderschrank, der mega viel Platz wegnimmt oder sonstiges und von daher ist das echt ganz chillig. Also, und da habe ich gesagt, lieber das Bad ein bisschen größer. Ist mir unglaublich wichtig, also keine Ahnung, ich lege da übelst Wert drauf. Auch das Kinderbad und so weiter und unten das Gäste. WC, das sind einfach echt wichtige Räume. Ich lege da viel Wert drauf. Auch das wird mit dem Fliesen wird das eine ganz heikle Geschichte werden. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, weiter will ich euren Sonntag gar nicht verschwenden, eure Zeit. Denn heute ist nämlich auch Muttertag, meine lieben Freunde. Ich werde jetzt auch meinen Strauß Blumen nehmen. Wir werden erst zu der Mutter von meiner Frau fahren. Da sind wir zum Mittag eingeladen. Und dann fahren wir weiter. Dann fahren wir heim. Muss ich fix aufnehmen, also die Kleine schläft erstmal 1-2 Stunden, muss ich aufnehmen, Videos noch hochladen, alles fertig machen, Thumbnails machen und dann fahren wir weiter zum Kaffee trinken, zu meiner Mutter, die hatte nämlich am Freitag auch Geburtstag und heute ist Muttertag und dann fahren wir noch dorthin und dann sind wir irgendwann, keine Ahnung, 16, 17 Uhr wieder zu Hause, dann geht es weiter mit aufnehmen und abends ist ja immer Frauentag, ne? Sonntagabend ist ja Frau und bla. Und deswegen muss ich mega reinhauen jetzt, dass ich das alles noch schaffe heute. Und wir haben gestern Abend schon, keine Ahnung, fast 10 LS-Folgen aufgenommen für die kommende Woche. Wir haben ETS, eine Folge für heute aufgenommen mit den Heavy DLC, das kommt heute oder kam schon. Und ja, ist mega anstrengend, mega stressig. Ich sitze jeden Tag nach der Arbeit bis, keine Ahnung, 19 Uhr auf der Baustelle. Dann esse ich mit der Kleinen. Weißt du, Familienessen, Abendbrot essen, das ist unglaublich wichtig. Die Kleine noch ins Bett bringen, kurz nochmal Couch und dann um 18 dann immer die Aufnahmetermine und dann geht's bam, bam, bam und ich muss einfach sehen, dass ich alles hinkriege und alles schaffe und meistens geht das dann bis 23 Uhr, bis ich fertig bin mit den Thumbnails, mit den Uploads einstellen und so weiter und so fort und ja, dann fix pennen und wieder arbeiten und das ist ein Tempo. Was ich noch ein bisschen aufrechterhalten muss, eine gewisse Zeit, bis es hier etwas ruhiger wird, bis diese Phase, wo wir jetzt so viel selber machen können, einfach etwas abklingt, ne? wenn es dann losgeht mit Fliesenarbeiten und so weiter, da bin ich raus. Also da helfe ich gerne auch mal mit und alles, aber ich kann keine Fliesen legen. Das lasse ich komplett meinen Fliesenleger machen und da ist das auch wirklich in guten Händen und fertig. Ne? Ja, so sieht's aus aktuell. So sieht's aus. Ich hoffe, euch hat der Bauvlog gefallen. Lasst bitte das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Bewertet das Video, es ist unglaublich wichtig. Damit zeigt ihr mir, weitermachen, weitermachen. Entschuldigt bitte nochmal, dass wirklich einfach nur straightes Gelaber ist, ohne Cuts groß, ohne jetzt irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Effekte oder sonst was. Weil einfach zurzeit die Zeit nicht da ist, die Möglichkeit nicht da ist. Ich würde mich gerne hinsetzen, ein paar Stunden Bauvlog schneiden, aber es geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und ja, aber kriegt mal hin. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich denke, es ist ziemlich viel passiert in einer Woche. Und ich mache jetzt erstmal Schluss, denn ich muss das Ganze hier noch hochladen und fertig machen. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Sonntag und einen schönen Muttertag. Und naja, ihr wisst Bescheid, ne? Sagt euren Moms. Schöne Grüße von mir. Euer Manus. Tschüss.